Look at my life, feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Okay, jetzt ready. Alles klar. Helfen wir das? Option, seht ihr nochmals, Übersicht Turniermodus an, Sheets aus, Vorsprung aus, wenn überhaupt, wir themen es um zwei Turnier. Jetzt aber irrelevant. Good luck, have fun, sag ich nochmal. Und Enki, Match Nummer 3. Wir haben die Ehre für heute. Ja, ich bin schon zurückgelehnt, ich bin bereit. Alles klar, ab geht das. Ich hab hoffentlich jetzt. Ready to lose. Ach, ich spiel ja gar nicht. Ready to lose. Na? Jetzt kannst du dein Team, was du vorhin vertreten hast, einmal noch von der neutralen Sicht nochmal. Na? Kann man jetzt nach dieser langen Zeit, die du jetzt vertreten hast im Team Hangover, kannst du jetzt das Team noch neutral sehen? Also kannst du jetzt noch neutral kommentieren oder bist du jetzt pro Hangover? Ich bin immer für das Team, das hinterher schleift und das ist so eine Mentalität, das macht dann einfach mehr Spaß, weißt du, für die Underdogs ist. Und so findet sich das theoretisch auch hier wieder, also. Ich hab die Maus mal rausgemacht. So. Ich schieb das jetzt hier drüber, was spielt denn jetzt? Nightmare so. Hunter gegen Hangover, ne? Genau, die spielen jetzt das dritte Match von 4 heute. Der vorletzte. Und das ist mal jetzt Haven. Aber ja, sagen wir einfach mal, von Nightmare Hunter bin ich ein bisschen weiter weg, weil das ja am Donnerstag das Spiel war. Mhm. Ich vermute im Endeffekt, dass die Nightmare Hunter und Hangover sich ein sehr knappes Duell liefern werden. Dass das im Endeffekt aber höchstwahrscheinlich zugunsten von Nightmare Hunter gehen wird. Ich hoffe aber trotzdem natürlich, dass es bei Hangover gut läuft. Und dass man da halt gegensetzen kann. Mhm. Und das Spiel im Endeffekt deutlich weniger knapp wird. Weniger Energie kostet. Immerhin muss eines der beiden Teams ja gleich nochmal dran. Nightmare Hunters haben sich nämlich für noch ein zweites Spiel entschieden, gleich gegen die Untosen-Mafia. Und da sollte man natürlich nicht alle Energie jetzt hier schon rausgeben. Ja, stimmt. Und dann werden beide ihr Turnier beenden. Auch. Also Nightmare Hunter jetzt noch der Vorletzte und danach ist für beide dann auch das Finale am Start. So, man geht direkt mit einem Arrow hier Richtung C, baut sich aber trotzdem Richtung Double Door im Endeffekt auf. Da erstmal einen Spot für den Pfeil gesucht und der Pfeil gesehen, ne? Moment hier. Ja. Vor Double Door wird vorgeschlichen, man steht jetzt gleich im Kontakt gegen die Sage. Die Info sollte jetzt auch bekannt sein. Flash hat funktioniert. Und interessante Wall. Aris ist schon im Spiel drinnen, während derzeit der Rest noch sich um die Wall kümmern muss und da sehr langsam rummeistert. Daniel wartet ab auf die Verschiebung bei A. Die war natürlich aber auch schon verschoben. Das ist nur die Bar oder wie das gut heißt. Gut gemacht von der Sage auf jeden Fall, von Nightmare Hunter. Also wenn man was klatschen kann, dann die First Round. Aber eigentlich sollte das gehört worden sein, dass der hier durch die Dings gegangen ist. Comanche darf trotzdem noch einen Frag setzen. Nur noch gegen die 3, die Bombe wurde noch nicht geplantet. Aber alle möglichen Winkel werden theoretisch derzeit gehalten. Da kam noch ein Headshot. Auch ein wichtiger, wenn ich behaupten darf. Und eine Smoke hat er auch noch, also kann sich das auch noch separieren. Ah, mega buggy. Sehr schöner Shot. Beinahe für den zweiten, aber natürlich guter stark auch, von Comanche. Auch nicht von dem Bug jetzt beeinflussen lassen. Keiner hatte jetzt ein Sturmgewehr in der Hand. Das war jetzt auch nur eine fehlende Darstellung, beziehungsweise eine buggige Darstellung von Varen noch. Ja, das war beim letzten Spieltag übrigens auch so. Da habe ich das total falsch kommentiert. Da war die zweite Halbzeit erste Runde und irgendwer ist mit einer Phantom quasi drauf gelaufen. Ich habe auch gesagt, so, ja, der hat eine Waffe, der hat einen Vorteil. Der hatte auch nur eine Piste. Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt auch kein Fehler von uns, weil man kann sich jetzt nicht auf jeden Bug auch nur vorbereiten, wenn man jetzt auch noch im Match drin ist. Das ist halt auch die Anfangsphase vom Variant, sag ich mal, in diesem Bereich. Deswegen muss man klarkommen. Ja, das Spiel ist schon released. In diesem Bereich. Man baut sich wieder für den C-Split auf. Zwei Leute vor dem Dabador, Sage und Reyna, und die anderen drei stehen vor Celang. Ja. Darauf warten, dass man gemeinsam den Druck machen kann. Ja. Sage leider ein bisschen zu spät. Trusty Molo, die Sage separiert theoretisch wieder, aber praktisch ja, war es wieder zu spät. Das ist halt einfach richtig. So wie beim ersten Versuch schon. Ja. Gut gesehen vom Wisp. Hat sich halt nicht dafür entschieden, die Wall aufzumachen, kommt trotzdem zu genug Entry-Spec, jetzt in der 3 gegen 2 Situation. Aber die Race ist auch schon bereits da. Und sich den ersten. Und weiß beide sind bekannt.
damit kann man arbeiten. Auch ja. Ja. Leider eine Pistol-Round, deswegen die Runde trotzdem verloren, aber ich denke, mit 3 Kills kann man leben, oder? Damit kann man auf jeden Fall leben. Damit dann jetzt die 2-0-Führung. Aktuell können wir auch noch schauen. Aktuell sieht es nach Full-Buy auf beiden Seiten aus. Der ist okay, ja, alle bis Sturmgewehr und aus dem Team Nightmare Hunter jetzt noch MP mit dabei. Ja, eine Stinger und eine Spectre. Und auch noch eine Bulldog, also das ist auf jeden Fall nicht ein Vollbuy, allerdings könnten sie es sich wahrscheinlich trotzdem leisten, das ist jetzt eher eine taktische Entscheidung. Auch nur zweimal. So. Der leise Wechsel. So, der Aufbau hier Richtung A. B ein bisschen Druck gemacht mit den Smokes, gut gefaked, das gesamte Team. Um Hangover steht mittlerweile bei B und bei C auf dem Spot. Ja, so langsam und der A-Spot ist frei. Jetzt geht's auf A für die Verteidiger. Und der Go kommt jetzt auch sehr schön gemeinsam getimed. Über lang und über short wird gleichzeitig gecontacted. Nur kein Gegner da, der in die Contact Range reinkommt. Aber Backside ist anscheinend bekannt. Wir gucken, was die Race hier arbeiten kann. Keine guten Frags. Die Warm Heaven jetzt auch down. Und schon sind wir in einer 1-2-Situation. Das ist ein Molo bei... Kann der God of Nightmare mit einer Molly? Ja. Und... Schade, nicht rechtzeitig reagiert und damit die erste Runde für Hangover. Ja, Nightmare hat auch oft im Vergleich zum ersten Match auch die Agenten gewechselt. Nero jetzt mit dem Omen und God of Nightmare dafür mit dem Cypher. Ja. Also auch eine kleine Agentenrotierung. Aber auch auf der anderen Seite sehr interessant, dass man damit zwei Intels spielt, also zweimal mit Informationschampions durch Sova und durch Cypher. Was man auf Haven aber durchaus machen kann. Also mit 3 Spots, da ist es natürlich ganz cool, wenn du auf beiden Seiten quasi einen hast und du kannst die restlichen 3 irgendwo hinschicken und sagen so, und da drückt ihr alles um, was um die Ecke kommt. Wir haben hier Infos und geben euch rechtzeitig Bescheid, dass ihr verschieben könnt. Weil natürlich kaputt gemacht, baut sich in der Mitte auf. Der Entry wurde mittlerweile gesetzt, die Rainer down vor den Double Doors. Einem Frack. Seit der Sage, wenn ich mich nicht irre. Ja, Nightmare hatte ein bisschen unter Druck, die wissen noch nicht genau, was sie hier machen sollen. Bauen sich jetzt aber in die Mitte auf, der B-Spot ist komplett frei, wird von rechts und von links von den Splits jeweils gehalten. Oder links, so wie auch immer es nennt. Das ist die Wiederbelebung. Die Molotov sitzt gut und man kann nicht durch. Ja. Das war's auch wieder mit der Wiederbelebung. Und man kann es ja versuchen, ne? Wenn das man das macht. Aber Double Door muss dann auch ordentlich gegengedrückt werden, ansonsten ist das natürlich zu riskant. Die können glücklich sein, dass sie die Sage nicht auch noch verloren haben. So, der Phoenix kommt jetzt von hinten, hat Double Door ausgeschlossen. Die Sage einmal umrotiert, kann es von hinten kommen, holt sich Sova. Gleichzeitig der Frag auf der Seite von der Race und Daniel jetzt der Einzige, der die Fahne für die Nightmare Hunters hochhält. Kann über den C-Spot kommen, hat alle Möglichkeiten der Welt, die Gegner zu surrounden, aber hat auch nur noch 25 Sekunden. Ja. Also alle Möglichkeiten, aber nicht alle Zeit der Welt, ne? Naja, okay. Falscher Zeitpunkt, falsche Richtung. Ja, aber wobei der Phoenix war bekannt, der hat ein Geräusch gemacht durch das Droppen oder das Wechseln der Waffe. Ja. Aus irgendeinem Grund, ne? Danny hat kurz hingeschaut, aber dann sich dafür entschieden, doch wieder Richtung B zu gucken, wurde dann von der Seite geflankt. Und schon steht es 2-2. So schnell. Ja, scheint interessant zu werden. Ja. Also theoretisch eine ausgeglichene Map, die auch lange mit hin und her arbeiten kann. Das muss man dazu sagen. Wenn die CTs den richtigen Weg finden und ebenso auch die Ts, dann kann das auch mal ein bisschen was mehr Runden für das eine oder das andere Team sein. Aber eigentlich ist Haven ziemlich ausgeglichen. So. Diesmal über C mit 5 Leuten alle Mann. Da oben eckt noch ein bisschen nach was nach hinten ab. Und der C-Spot ist auch ziemlich frei. Es wird aber früh gegengetaked. Trusty Mortal Sage mit dem ersten Kill. Rainer mittendrin. Rainer alleine. Und da kommen wir zu dem Problem, was wir ja schon hatten. Was wir schon Donnerstag besprochen haben, dann auch bitte gemeinsam draufgehen. Ja. Ne, da waren 3 Leute, die jetzt noch lang waren.
teilweise ganz hinten und nur zwei auf der Side. Selbst wenn die was getötet hätten, wären die nicht in der Lage gewesen, jetzt alle fünf Nachfolgenden auch zu töten. Das ist ein bisschen unfair von der Gewichtsverteilung. So, die wird jetzt auf die Sage treffen. Ja. Daniel aber mit einem schönen One-Click. Mhm. Konnte sich damit jetzt auf die Wendel ergattern. Ja. Und schon wieder 3 Sekunden, ne? Selbes Bild wie die letzte Runde. Mhm. Wird Daniel jetzt diesmal klatschen, was meinst du? Na, schwierige Situation. Ich meine, er hat es ja im Alpha-Match, also sein erstes Match hat er ja schon gezeigt, dass er was kann, aber... Ja, immer schwierig. Ein schöner Pre-Aim von Comanche durch die Wand. Mhm. Einmal auf den Gong schießen und es klingelt dem Daniel. Ja, bisher kommt es noch nicht so ganz rein. Teil des Nightmare Hunter Teams hat auch eine Schwäche für, im negativen Sinne für Haven. Entschieden wurde sich dennoch dafür. Haben sich ja dementsprechend jetzt auch, wie du schon gesagt hast, auf 2 Informationsbeschaffer gewechselt. Also auch nur die Agentenrotation noch dazu. Auf geht's! Mal schauen, ob das jetzt nicht alles nach hinten losgeht. Ja, diesmal auf jeden Fall ein Aufbau für A. Da können wir schon mal uns sicher sein. Man geht auch direkt, teilt sich auf für den Split. Botschers auch nicht auf. Sofern kein Geräusch zu früh kommt, kann das auch gut funktionieren. Jetzt kam das Geräusch, Brimstone dementsprechend schon in der Verschiebung. Das wird gehört. Die Verschiebung von Brimstone wurde gehört, deswegen bleiben die jetzt vor A stehen, gucken, erstmal überlegen, wahrscheinlich nach hinten zu gehen. Mhm. Weil sie jetzt wissen, sie werden dagegen mehrere auf die A-Side rennen müssen. Und Race steht auch schon für A. Ja. Jetzt sind wir zu B verschoben. Eine Fehlentscheidung, ohne Informationen wieder zurück zu B zu schieben und damit wird jetzt ausgeschlossen. Auf beiden Seiten ist einfach nicht wirklich bekannt, wo man hin soll und man rotiert entsprechend mit dem Switcher. Die Würmer mit 2 Frags. Schönes Ding. Die Würmer mit dem 3. Vierte, nee. Hat keine Munition mehr, musste nachladen, aber lebt noch. Comanche kommt da rechtzeitig zu retten. Comanche mit dem 2. Frag und die Runde ist vorbei. Ja. 4-2. Also wenn man so einen Split angehen will, dann muss man den meistens auch relativ schnell ausführen. Hm. Und das hat ja halt gefehlt, weshalb man erstmal den ersten Zeitraum verpasst hat, wo die Race noch auf C war. Dann den zweiten, wo Brimstone und Race beide Richtung B gerannt sind. Und ja, passiert. Aber der Gedanke war gut, das Abwarten war nicht verkehrt. Damit macht man die Timings halt nur schwieriger. Kämpft! Ich finde die Fadenkreuzung ist teilweise echt hart, die hier haben. Im negativen Sinn? In einem überraschenden Sinne. Stehle die Sicht. Ja. Diesmal ein etwas schnellerer Go Richtung B, wird aber wieder abgebrochen aufgrund der Molly und auf jeden Fall auch Schüsse, die zurückfallen. Das ganze Verteidigerteam, das ganze Team um Hangover drumherum steht nun, aber für B. C und A werden komplett offen gelassen. Nightmare hat auch gut aufgeteilt. Schlechtes Crosshair-Placement, guter Entry-Versuch. Ja. Da wird jetzt bestimmt noch mehr passieren. Mit Double Dog. Aber die will mit dem 2. 2 Stück noch da drin. Phoenix pusht aus. Kann ich nicht den 1. holen. Aber lang wird auch eine 3 gegen 3 Situation. Roman hat die Info und nutzt sie auch. Ich weiß genau, die Info, die war, ja. Comanche mit dem Refract dann durch die Info. Und Cypher auch. Und jetzt steht halt Comanche gegen Daniel. Ja. Der erste Sage gegen ist dann nicht bekannt. Nicht? Sage ist nicht bekannt. Comanche weiß noch, wo er steht. Damit ändert sich das schnell das Platz. Boah, mutiger Revive. Mutig gepickt für die Ulti. Und erfolgreich. Ja, das ja, hätte zumindest auch, für kurz. Das hätte böse enden können. Hätte sich selbst die Waffe rechtzeitig raus, knapp wäre er tot gewesen. Ja, das könnt ihr. Bisschen Glück braucht man halt auch zwischendurch. Oh, Comanche klatscht es! 4. Comanche klatscht es. Sehr schön. Ja, Comanche, schütte dich mal ein bisschen was ab. Lass das Adrenalin auf der Strecke. Nächste Runde. Da müssen noch ein paar Runden gecarried werden von dir. Damit das im Endeffekt auch in trockene Tücher gewickelt werden kann. Aber das wäre dann eine sehr interessante Ausgangsposition, will ich beinahe behaupten.
Bei Hangover damit 1, Nightmare Hunter mit 1 und Unterhosenmafia mit 1, wenn ich mich nicht irre, ne? Ja. Unterhosenmafia aktuell mit 6. Mit Sieg, wenn Hangover das gewinnt, dann wären es punktgleich mit Nightmare Hunter. Also dadurch könnte. Ja, das dadurch wird dann nochmal auch das letzte Match gegen Alpha würde dann auch nochmal besonders seine interessant werden. So, aber diesmal vor B aufgebaut, zwar für den Entry, Rainer und Cypher. Mal gucken, ob sie dazu kommen. Der erste Frag ist gefallen gegen Diva. Brimstone und Sage stehen auch noch entgegen, ja. Auch die Race in der Nähe versucht Rainer aber jetzt Ulti, zu rotieren gut, über den gute Mollo. Dumbledore. Ah, gegen Frag von der Race und man entscheidet sich doch nochmal zu ein bisschen Zaghaftigkeit. Ich weiß nicht, worauf Rainer wartet. Auf eine gute Entry-Möglichkeit, auf eine Info. Jetzt ist die Chance da, guck runter. Schwierig, Ulti. Rainer ist wieder da. Wiederbelebung. Ja, aber bekannt, das ist natürlich eine gefährliche Position. Also wenn du deinen Mate wiederbelebst, immer gut, aber du musst damit auch immer daran denken, meine Gegner wissen ja, wo sie ihn getötet haben. Mhm. Und das ist das Ergebnis jetzt halt auch gewesen. Ja, gefährliche Revives auf jeden Fall bisher. Okay, der Digi-Shot von der Sova, Sova jetzt alleine gegen Brimstone. Wir haben wieder ein 1 gegen 1. Der Spike ist down vor dem Double Door. Brimstone hat es gut unter Kontrolle. Sollte aber die Mitte oben auch mit in Beachtung ziehen. Doc Tennyson kann jetzt kommen. Erster Shot und low. Ja. Das ist jetzt interessant. Die Ulti hat Doc Tennyson noch. Sova hat seine Ulti ja und er nutzt sie. Wer in die Ecke, andere Ecke. Falsch predicted. Schade. Falsch predicted. Schade. Ah, mir gehen hier so die Nerven. Ah. Verdammt, ey, darauf brauche ich erstmal Kinder Bueno. Alter Schwede. Diese Product Placements. Kinder Bueno, falls ihr zuschaut, könnt das nächstes Mal gerne sponsern. Kein Ding. Ja, also wenn ihr mir 10 Euro zahlt, esse ich auch ein paar mehr davon im Stream. First Blood, Sage gegen Sage. Comanche mit dem nächsten. 5 gegen 3 Situation. Leicht jetzt nach A, zumindest für Rainer. Bombe versucht's noch. Der Doc hat jetzt auch wieder dabei. Problem. 2 gegen 4. Doc wieder genau. Gegen Comanche. Ein Duell gegen Grimstone, aber Close Range ist die Diege nicht zu unterschätzen. Er müsste noch ein bisschen höher aimen. Stattdessen zieht er immer tiefer. Ja, gerade ist das die ungewohnte, der schlechte Bereich für den Mann. Doc Tennyson, das ist jetzt ein Turnier und das ist kein Combat Arms. Eierschüsse zählen nicht. Comanche auf jeden Fall sehr gut in diesem Matchup auch wieder. Ja, sehr hohe Pace, sehr konzentriert beim Aim. Setzt da auf jeden Fall durchgehend saubere Sprays und Frags, auch wenn nicht alles sofort im Kopf ist. Und hat natürlich bisher eine große Auswirkung aufs Spiel. Aber mit einem Spieler kann so ein Game halt kommen und fallen, ne? Wenn dann seine Phase vorbei ist und jemand anderes eine aufbaut, dann kann das Spiel direkt wieder gedreht werden. Man sollte da vielleicht seitens des Teams. Ja, also seitens Unterhosenmafia, schon Hangover. Man will jetzt nicht der, man will nicht der FC Barcelona vom Valorant werden, ja? Also, bisschen schwierig. Um einen Fußballspruch zu bringen. Ja, davon habe ich keine Ahnung. Ich bin FC Köln-Fan, das beantwortet ihr wahrscheinlich all mein Wissen. Kölle, besser Mann. Hätte ich das gewusst, hätte ich mein Köln-Trikot angezogen. Ja, soweit bin ich nicht mehr. Ich habe kein Köln-Trikot. Ich habe Miami Dolphins-Trikot, weil ich Football-Fan bin. Ach, oh, nice. Das ist eher mein Sport. So, die Runde sieht jetzt aber ein bisschen was anders aus. Ja. Zwei noch für den Retail Tag, Phoenix und Race. Und die müssen im Endeffekt gegen 4 Leute, die den A-Spot genommen haben und die Bombe geplant haben, wenn retaken. Aber so wie es aussieht, zieht man sich zurück und entscheidet sich halt eher dafür, noch ein paar Kills abzufangen, kurz bevor die Bombe explodiert. Oder eventuell die Waffe sogar ganz safe runterzubringen.
Wahrscheinlich die bessere Entscheidung, 4 gegen 2. Ich meine, sie haben genug Runden, sie können sich auch leisten, genau, mal eine dann an die Gegner zu geben. Suchen sich auch dementsprechend eine kleine neue, andere Posi. Nein, die Facecams sind nicht ineinander, das sieht nur so aus. Ja, wir gucken, dass wir da vielleicht beim nächsten Mal was Besseres finden. Ja, das ist jetzt übrigens. Das meine ich, ne? 2 extra Frags für Phoenix. Und damit die Runde nochmal schön teuer gemacht. Race Switch auch noch ein. Damit die Bombe ist explodiert. Die Runde hat man sich geholt. Aber es war sauteuer. Unter Umständen müssen die jetzt als Angreifer. Ja, muss halt das Nightmare Team. Das muss auf jeden Fall jetzt wieder teilweise mit Spectres raus. Ist hier eine Guardian, ist hier eine Bulldog. Mhm. Da kommen wieder die unterschiedlichen Waffen zum Einsatz. Und das war halt. Und dann hier mit noch aktuell noch mit der Pistole. Teuer gewesen. Und dann hier noch mit der Pistole. Na jetzt. Hier ist noch der Kauf nachgelegt. Decke Gebiet auf. Geht in Deckung! Aktuell Tendenz A. Mit der Bombe. Ja, Hangover steht immer noch in einer relativ guten Verteidigung. Wo sind wir? Ist gut aufgebaut, eine Richtung A, A wird jetzt draufgegangen, leider ist da überhaupt gar kein Platz. Entschuldigung, mein Fehler, dass ich das nicht so gesehen habe. Die Rainer steht alleine, muss sich jetzt aber zurückziehen und den Spot aufgeben. Rimstone kommt nach. Du kannst sie halt einfach nicht alle töten, das ist die Wahrheit. Bereit fürs Höllenfeuer. Schöne Brimstone-Ulti. Zwingt auf jeden Fall jeden aus Short raus, auf den Spot drauf. Mhm. Und jetzt kommt der Retake, bevor die Bombe gelegt ist. Sehr schön. 4 gegen 2, der Retake sollte eigentlich funktionieren. Rainer hat eine Sonderposition. Kann sie den Joker ziehen? Nope. Und nun Doc Tennyson. Ja. Kommt über lang. Müsste erstmal drei Leute töten, bevor er zum Bombenplanter kommt, aber es hat leider nicht gereicht. Ja. 8-3. Richtig. Da hat der Retake halt einfach funktioniert. 8-3, eine Runde noch. Und wenn wir dann mit einem 8-4 aus der Halbzeit rausgehen, würde ich sagen, können wir uns auf eine spannende zweite Halbzeit gefasst machen. Mhm. 9-3 ist natürlich schon mit leichter Tendenz. Für die aktuellen Verteidiger, für das Team um Hangover 96. Ich hole hier gleich die Fähnchen raus. Aber man merkt es auf jeden Fall. Hangover nicht von der Niederlage unterkriegen lassen. Während das zum Beispiel bei Alpha auf jeden Fall alles so irgendwie dran festhing. Also dieser Downer. Man sieht halt auch, nicht, war halt nur ein Spiel. Jetzt ist er halt gut hier reingekommen, machen es auch mit Ballchen sehr gut. Das habe ich gelobt natürlich, aber. Gucken wir mal Trusty Mobley mit Orb. Ja. Über C. Wir stehen noch mit drei Leuten, trotz des Entries hier vor C, werden wahrscheinlich nichts auf Flash draufgehen. Stattdessen wird wiederbelebt. Mitten, das hatten wir doch schon. Nicht wiederbelebt, wenn. egal. Egal. Ich wiederhole mich an der Stelle. Ja, die Revives sind alle ziemlich gefährlich gewählt, also man merkt's. Naja, dieser Revive hat halt dafür gesorgt, dass der oben reingehen musste, also reingucken musste, um halt der Revive wird halt zu beschützen während der Animation. Ist dabei gestorben und da war noch genug Zeit, dass er mit der Orb noch einen zweiten Kehrt machen können. Das ist halt teuer. So, ne, dann. Das ist halt so dieser Punkt, ich werde auch häufig angeschrien als Sage Main, ja, belebt mich wieder oder sowas und ich lasse es einfach sein. Ja, also genau. Ich gucke mir die Situation an, denke mir, ey, du stehst da vor drei Gegnern umrannt. Soll ich da jetzt einfach reinrennen, dich wiederbeleben, wir fallen beide um und es sieht noch schlechter aus als vor dem Versuch? Drei Stunden gerade eben geknallt, also drei Stunden läuft das Film hier schon, nice. Also, geh gerne alle, die noch zuschauen, übrigens. Ja, wir haben auch 10 Zuschauer, ihr seid alle mindestens so ausdauernd wie wir auch, wenn wir natürlich die ganze Zeit durchlabern. Mhm. Ist das trotzdem nicht schlecht, dass ihr euch unser Glaber auch 30 Stunden lang antut? So, wieder Richtung C. Diesmal ein C-Split, aber vor Double Dog gibt es kein Tempo. Kann Cypher das nutzen? Cypher zum wurde Frack eingenommen. Kommt man, die Mitte ist auch unter Kontrolle, aber Double Dog hat man immer die noch. Die Bombe, der Plant ist da. Nun oben ist Sage gefällt. Und Sova zusammen. Richtung CT vor Double Dog. Doppeln jetzt Double Dog, der Refrack fällt. Und noch ein Refrack. Die Infos sind halt gegeben, also. Ja. Wird ordentlich hintergetradet, jetzt Aris geguckt. Alleine. Ja. Aris alleine. Wird jetzt gleich auf den Phoenix treffen. Ne, doch nicht. Phoenix ist schon durch. Den Gap schon genommen. Da ist eine Wall.
Machst du auch nicht viel mit. Ja, alles doof gelaufen, ne? Und ich glaube, ich habe gehört, wieder, dass er eine Waffe aufgehoben hat. Phoenix kommt wieder, genau. Brimmy geht auch in die Richtung. Sandwich Time. Eins. Zwei. Da war ein Messer, da war das Messer. 180 im Rückwärtslaufen, oh mein Gott. Und Trusty Molo sagt einfach, ich spring mal rein. Sage geht auch noch bei der Bombe drauf, ja. Gut, ist die First Round, da kannst du natürlich bei der Bombe drauf gehen, aber schon Spike, das hier ist ja kein Terroristenspiel, sondern ein Angreiferspiel gegen Verteidiger und man spielt um den Spike. Ne? Damit hier überhaupt gar keine Parallelen geschlossen werden zu Counter-Strike oder gar Amokläufern und Krieg. Er ist gerade auf jeden Fall ein bisschen gespielt von Hangover, man konnte schon so sehen. Also sie haben auf jeden Fall Spaß gerade an der Sache. Es wird auf jeden Fall weiter sauber runtergespielt, das ist... Ja, da ist die Marshall auf C. Snipe. Leider nicht gereicht gegen Sage. Zum Kaufen. Der Entry auf C. Damit ist hier offen. B ist auch noch offen. Oben findet sich jetzt alleine wieder. Gucken, ob er noch irgendwas aus der Situation rausholen kann, aber gänzlich ungünstige Position, ja. Jetzt hat Ari noch eine gute Chance, da von hinten zu kommen. Nächster Plant. Ansonsten Daniel. Nice, zwei Kills. Versucht auch noch einmal komplett zum Zingeln. Oh, die habe ich jetzt leider nicht gesehen. Warum Scorebot sieht schön aus. Hat auch weitere Chancen noch für Duelle und Schüsse. Ja. Natürlich ist der Abwarten. Jetzt muss Tempo gemacht werden. Also der Spike, der wird auch nicht langsamer. Daniel von der anderen Seite. Nächste Kill, 2 gegen 2. Ja. Mit der Marshall. Leider nicht gereicht. Kommt. Schade. 11-3. Die war mit einem, Wispert hat er auch noch den Daniel von hinten geholt. Ja. Immerhin mit 3 Kills aus einer 5-on-2 Situation noch die Runde teuer gemacht, aber es reicht halt am Endeffekt nicht, ne? Und jetzt sind wir mittlerweile in einer Phase des Spiels, wo ich sage, die Runden teuer machen alleine reicht nicht. Die Runden müssen jetzt gewonnen werden. Da ist der Bug auch wieder da, Sachen Stats, die werden wir dann erst am Ende wiedersehen. Aber ich sehe noch alles. Okay. Da geht's nach A. Okay. Ja. Zwei Entries sitzen, der A-Spot ist wieder komplett frei. Hauptfehler an der Stelle war es von den Verteidigern. Also auch ein von, schneller Plan wieder am Start. Dem Team Mightmare quasi an zwei Stellen einzeln zu pushen. Entweder man geht zusammen lang oder man geht zusammen short vor, aber gesplittet ist genau das das böse Ergebnis, das kommen kann. Kommt halt einfach kein Refrag. Keine Pressure. Und jetzt müssen wir uns den Retag angucken. Sova und Cypher als Doppel-Intel-Champion über den Heaven. Jetzt doch über CT mit oben zusammen. God of Nightmare wartet jetzt auf das Ende der Wall. Von Stage oben und in. Kassiert kostet direkt. Zeit, aber kann natürlich Informationen sammeln. Race hat weiterhin natürlich sehr harte Mechanics. Thanatom wird gehattet. Kann noch einen abstauben. Im Duell mit der Race. Konnte den zweiten Level nicht mehr drauf reißen. Matchpoint für Hangover. Ja, ist es schon wieder soweit. Diesmal Hangover eventuell mit dem ersten Sieg des Turnieres und des Tages und... Könnten damit auch... Gut, das war so einem kleinen Turnier natürlich auch nicht relevant. Genau, wenn sie diese Runde holen sollten, wären sie direkt auf dem zweiten Platz. Aufgrund der Differenz. Dann würden sie jetzt ihren Konkurrenten direkt hoch... Da würden sie dann... Ja. Oder? Einmal für zwischendurch, natürlich, wenn es wieder ein neues Turnier geben sollte oder sowas, werden wir das dann nochmal ein bisschen strukturierter wahrscheinlich aufbauen und wäre natürlich cool, wenn wir dann auch mehr Teilnehmer haben, um das eventuell auch über längere Zeit bauen zu lassen oder wirklich einen Turnierbaum zu machen. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber, dass wir immer noch so viele Zuschauer haben. So, der Entry auf A. Das geht wieder schnell auf A. Sova und Rainer stehen da theoretisch noch bei A rum, aber gesplittet. Thanatom wartet ab, kannst du nicht nutzen. Comanche wieder der Flick vom schneller. Ja. Schneller Molo hinterher. Aber Rainer Ari. Ari räumt halt richtig auf Short. Hat drei Leute machen können. Da ist Wiederbelebung. Da noch eine Ulti hinterher. Ja, aber die gefährdet niemand wie Ulti. Also in einer 2 gegen 3 Situation. Schade, dass Nightmare die Situation nicht bekommen hat. Das hätte die ganze Runde drehen können. Ja, Daniel gegen Comanche. Und jetzt ja, er weiß auch nicht vom Comanche. Er hört links auf der Side. Stage hört er. Da ist doch vom Comanche, weiß er leider nichts. 13-3. 13-3. Das Spiel ist zu Ende. Das dritte von heute. Ja, schönes Match. War auf jeden Fall ein schönes Match.
Also natürlich mit einer klaren Tendenz, aber es wurde sich zumindest gewehrt, wurde jetzt hier nicht gekniffen oder so. Und hier sehen wir jetzt auch nochmal die Stats am Ende. Und Comanche natürlich mit 21-7 herausragend dastehend, also gerade mal 7-mal gestorben. Der war halt nicht irgendwie immer nur nach vorne gerannt für die Kills, er hat nur den First Platz, aber er hat halt, ja, wie nennt man das, wenn man so dieser, der Fels in der Brandung quasi ist, und den hat er heute sehr gut, denke ich, gezeigt als Veteran, als Brimstone. Ja. Als alter Kriegsveteran, so. Einen richtigen Charakter gepickt, kann er sich wahrscheinlich mit identifizieren. Mhm. Schönes Spiel. Auf jeden Fall ein schönes Spiel. Ich werde es jetzt nochmal dann direkt wieder aktualisieren. Auf jeden Fall GG natürlich wieder an beide Teams. Damit hat Hangover auch für heute erstmal Feierabend. Sind ihr nochmal gut aus dem Tag rausgekommen? Konntest du sich auf jeden Fall auf die Schulter klopfen, kann ich mal sagen. Vorbereiten dann auf Dienstag nach aktuellem Stand. Dann auf jeden Fall geht's für sie weiter. Nightmare Hunter muss sich jetzt schnell wieder sammeln, darf sich jetzt davon die Jute kriegen lassen. Ist jetzt direkt noch gleich dran gegen die Unterhosen-Mafia, die aktuell noch die Tabelle anführen. Und jetzt den quasi die Meisterschaft sichern können. What you saying? It ain't nothing but